Mit René Descartes' berühmten Satz Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, begann etwas Neues. Für viele markiert dieser Satz den Beginn der Neuzeit, das Heraufdämmern des modernen Individuums und zugleich das Zementieren eines Dualismus von Leib und Seele. Den spüren wir bis in die Ausrichtung der gegenwärtigen Medizin hinein und haben ihn längst nicht überwunden. Das Thema, worum geht es bei Descartes' Satz Cogito ergo sum und was hat Harry Potter damit zu tun? Natürlich weiß jeder und wusste auch Descartes, dass die Existenz der Wirklichkeit dem Denken dieser Wirklichkeit vorausgeht. Und doch war es ein in der Geschichte der Philosophie revolutionärer Schritt, bei der Frage nach dem, was diese Wirklichkeit denn ist, auf die erste Person Singular, also das Ich, zurückzugreifen. Der berühmte Literaturwissenschaftler und Philosoph George Steiner brachte es so auf den Punkt: Seit Descartes setzen wir darauf, dass alle verifizierbaren Wahrheiten im disziplinierten Selbst ihren Ursprung haben. Damit meint er, dass das Selbst ja, um zu methodisch gesicherten Erkenntnissen zu kommen, zunächst denken lernen muss. Und das bedeutet, es muss sich selber disziplinieren oder diszipliniert werden. Was also hatte sich da ereignet? Ist die erste Person, das Ich, das existiert, indem es als Mensch existiert und denkt, endlich der gesuchte archimedische Punkt der Erkenntnis? Ich will zunächst mal Descartes' Gedankengang rekonstruieren und dann auf einige Details eingehen. Der Logiker, Mathematiker und Philosoph Holm Tetens rekonstruiert Descartes' Argument so. Erstens, ich zweifle an allem. Zweitens, also existiere ich, der an allem zweifelt. Naja, vom Standpunkt der Logik aus ist gegen diesen Schluss nichts einzuwenden. Man kann es aber allgemeiner formulieren noch und dann lautet es folgendermaßen, das ist jetzt logische Philosophie. Erstens, auf einen Einzelgegenstand A, ich, trifft F zu, also die Funktion F, nämlich dass ich zweifle. Zweitens, also existiert jemand, der A genannt wird und auf den F das Zweifeln zutrifft. Das klingt jetzt ziemlich verdächtig nach einer Tautologie. Hat Descartes sich also im Kreis gedreht und statt, wie bei den bisher üblichen Gottesbeweisen, nun die zu beweisenden Prädikate, also Existenz in dem Fall, statt in Gott, auf den ich gleich noch kommen werde, ins Ich reingesteckt? Hat Descartes mit seinem Beweis also im Grunde gar nichts gesagt? Wie wenig er vom Standpunkt der Logik aus tatsächlich gesagt hat, wird deutlich, wenn man die allgemeine Formulierung gerade eben von Descartes nochmal konkret anwendet. Und dann ergibt sich Folgendes. Erstens, A, Harry Potter, zweifelt an allem. Also F trifft zu, die Funktion. Zweitens, also existiert jemand, der Harry Potter A genannt wird und an allem zweifelt, auf den F zutrifft. Genau diese Schlussfolgerung kann ja nicht im Sinne von Descartes sein, also die Existenz von Harry Potter zu beweisen. Es muss, wenn er wirklich radikal sein will, Descartes, an allem gezweifelt werden, also auch daran, dass Harry Potter überhaupt existiert. Aus der Tatsache, dass ich sage, dass Harry Potter zweifelt, folgt nicht, dass Harry Potter auch tatsächlich existiert, jedenfalls nicht so, wie ich jetzt im Moment existiere oder ihr. Immerhin existiert Harry Potter, aber eben nur in Büchern und in Filmen. Von außen, also bezogen auf andere sogenannte dritte Personen, bringt Descartes Argument also zunächst nichts. Es kommt alles darauf an, dass die Aussage aus der Ich-Perspektive, also aus der Perspektive Ich zweifle, gemacht wird. Dann gilt Descartes Überlegung für alle Ichs, die genau darüber nachdenken, also in dieser Situation stecken. Und erst wenn es so ist, dann bewahrheitet sich der Satz auch und kann nicht mehr sinnvoll bezweifelt werden. Der Satz ist also ein sich selbst bewahrheitender Satz aus der Perspektive der ersten Person, der als sich selbst bewahrheitender Satz niemals bezweifelt werden kann, weil er sich sonst nicht bewahrheiten, also selbst bewahrheiten würde. Wenn man es so formuliert, dann lautet das Argument von Descartes folgendermaßen. Erstens, die Aussage P ist ein sich selbst bewahrheitender Satz. Zweitens, der Inhalt eines sich selbst bewahrheitenden Satzes kann nicht sinnvoll bezweifelt werden. Drittens, was nicht sinnvoll bezweifelt werden kann, ist dann auch notwendigerweise der Fall. Viertens, also ist P notwendigerweise der Fall und kann nicht mehr mit Gründen bezweifelt werden. Das ist eine solide Erkenntnis, soweit so gut. Aber was ist damit jetzt gewonnen? Schauen wir uns an, wie Descartes zu seiner Einsicht kommt.
Kurz zur Person, René Descartes bzw. Renatus Cartesius wird am 31. Mai 1596 in La Haye-en-Touraine geboren und stirbt am 11. Februar 1650 in Stockholm. Wie er in den Meditationes de Prima Philosophia schreibt, war es sein Ziel, alles zu beseitigen, Zitat, das auch nur den geringsten Zweifel zulässt. Ich will so lange weiter vorangehen, bis ich irgendetwas Sicheres erkannt habe oder wenigstens dies als sicher, dass es nichts Sicheres gibt. Nichts außer einem festen und unbewegten Punkt verlangte Archimedes, um die gesamte Erde von ihrem Ort fortzubewegen. Und es ist Großes zu erhoffen, wenn ich auch nur das Geringste herausfinden werde, das sicher und unerschütterlich ist. Zitat Ende. Descartes Buch, das all das leisten sollte, erschien im August 1641, also 9 Jahre vor seinem Tod. Ich glaube, es hilft, wenn man den biografischen Zusammenhang, die Lage beschreibt, in der Descartes mehr als 20 Jahre vor diesen Meditationen seinen berühmten Satz über das Denken schon mal formulierte. All das findet man in Descartes brillant lesenswerter, spirituell-methodischer Autobiografie und die hat den Titel Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, also von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung. Dieses Buch erschien zunächst anonym 1637. Für Descartes waren beide, also richtiger Vernunftgebrauch und Wissenschaft, ein und dasselbe. Zumindest führten sie in seinen Augen zum selben Ergebnis. Der gesunde Verstand, so Descartes, sei einfach die bestverteilte Sache der Welt. Inzwischen könne man wirklich daran zweifeln, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Damit ist der Verstand auch in mir, in Descartes wirksam, sagt er, also in allen Menschen. Man braucht davon nicht mehr zu wünschen, als man bereits besitzt, ziemlich optimistisch. Natürlich weiß auch Descartes, dass es eine Menge von Gedanken und Vorstellungen gibt, die falsch sind, klar. Und genau das ist ja das Problem. Deshalb beginnt Descartes, bevor er selber denkt, damit anzuerkennen, dass es bereits ein anderes Denken, also ein Denken vor ihm gibt. Dann wird er aber persönlich. Er selber, schreibt er, bildet sich ja gar nicht ein, dass sein Geist besser oder vollkommener sei als der anderer Menschen. Aber immerhin, er sei in eine sehr besondere Lage geraten. Zunächst habe er mal studiert und manches gelesen, darunter auch Dichtungen. Aufgewachsen sei er inmitten von Büchergelehrsamkeit, schreibt er, und habe dann das Privileg gehabt, an einer der berühmtesten Schulen Europas zu lernen, sei jedoch unzufrieden mit den Wissenschaften geblieben. Also habe er weiter studiert, die antiken Bücher, Sprachen, historische Berichte, Erzählungen. Vor allem aber Mathematik und mechanische Technik. Da hat er übrigens einiges geleistet. Die Gewissheit und Evidenz ihrer Begründung, das habe ihm gefallen. Er verehre jedoch auch die Theologie und bemühe sich, wie alle anderen, den Himmel zu verdienen. Die Philosophie sei von den hervorragendsten Geistern betrieben worden, ohne Zweifel. Zitat, dennoch findet sich nichts in ihr, worüber man nicht streitet und das folglich nicht zweifelhaft ist. Wenn er also die Untersuchungen der Menschen mit den Augen des Philosophen betrachte, so könne er dennoch um eine gewisse Genugtuung nicht umhin und müsse einen gewissen Fortschritt bei der Erforschung der Wahrheit feststellen. Und doch habe er erkannt, wie viel Unwissen, wie viel Irrtum es inmitten all des Wissens gebe. Gerade die Philosophie ermögliche es leider, über alle Dinge mit einem Schein von Wahrheit zu sprechen und sich von wenigen sachkundigen Leuten bewundern zu lassen. Er selber sei daher entschlossen, keine andere Wissenschaft mehr zu suchen, außer der, die ich in mir selbst oder im großen Buch der Welt finden könnte. Was Descartes hier sagt, ist, dass er mit der Autorität und der Welt der Schulen, der Universitäten, der Bücher um ihn herum brechen will. Da hat er genug von. Und wie macht er das? Er sei im Winter 1619 in Deutschland gewesen, wohin ihn einer der blutigsten Kriege überhaupt, nämlich der Dreißigjährige Krieg, verschlagen habe. Er schreibt: Der Winter brach an und hielt mich in meinem Quartier fest. Und dann gerät Descartes in einem Dorf in der Nähe von Ulm, inmitten des Schnees, der ihn festhält, in einen ungewohnten Zustand erregter Entspannung, der einer Offenbarung gleicht. Er sei inmitten des Schnees, wo mich zum Glück außerdem weder Sorgen noch Leidenschaften plagten, den ganzen Tag allein geblieben, eingeschlossen in eine warme Stube, in der ich alle Muße fand,
mich mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen. Am Ende dieser Meditation, die er dort beginnt, steht dann dieser berühmte Satz: Je pense, donc je suis. Also, ich denke, also bin ich. Descartes versucht dabei, sich selbst zu betrachten, als ob ich keine Hände, keine Augen, kein Fleisch, kein Blut, noch irgendeinen Sinn hätte. Descartes versucht gewissermaßen ganz Geist zu werden, körperlos. Nicht zu denken bedeutet für ihn, ganz vorne, ganz am Anfang, vor allem anderen zu beginnen und vor allem selber zu erfahren, was dann passiert, wenn man das versucht. Gleich darauf bemerkte ich, schreibt er, dass, während ich so denken wollte, alles sei falsch, es sich notwendig so verhalten müsse, dass ich, der dies dachte, etwas war. Ich bemerkte, dass die Wahrheit, ich denke, also bin ich, so fest und gesichert war, dass auch die verrücktesten Voraussetzungen der Skeptiker nicht fähig waren, sie zu erschüttern. Und deshalb urteile ich, sie ohne Bedenken als erstes Prinzip der von mir gesuchten Philosophie annehmen zu können. Zitat Ende. Und aus der folgt dann alles Weitere. Wenn man genau liest, merkt man, wie paradox diese Stelle eigentlich ist. Denn Descartes schildert ja ausführlich, wie er da sitzt, also Körperwahrnehmung hat. Er beschreibt seine Körpergefühle, seine Sinneswahrnehmung, mit denen sein Nachdenken dann erst beginnt. Ich finde das insofern erstaunlich, als ausgerechnet die Moderne des westlichen Denkens da beginnt, wo auch die Weisheitstraditionen Asiens ihren Ausgangspunkt haben, nämlich beim Meditieren im Sitzen und beim Wahrnehmen dessen, was dann geschieht. Und dabei macht Descartes eine Erfahrung, die ihn buchstäblich ins Denken bringt. Er fühlt, dass er sitzt und prüft seine Aufmerksamkeit, Attention, und mit ihr das, was er ist, und erkennt, dass er einen Körper hat, aber zugleich so tun kann, Zitat, als ob ich keinen Körper hätte und es weder eine Welt noch einen Ort gäbe, an dem ich mich befand. Die Welt samt Körper versinkt also um ihn herum. Descartes begrüßt das, denn er misstraut ja dem Körper. In Bezug auf die Sinne kann ich mich irren, argumentiert er immer wieder. Und das bedeutet, in Bezug auf alle Erfahrungen kann ich mich irren. Was die Alternative? Naja, genau, dass nur das Denken sich nicht irren kann, weil es nicht von der Sinnlichkeit abhängt. Denken ist ein Prozess, den der Geist steuert, sagt er. Also sitzt Descartes da als reines Denken, als jemand, der in Wahrheit ja gar keinen Körper, keinen Ort benötigt, Zitat, als eine Substanz, deren ganzes Wesen und deren ganze Natur darin bestand, zu denken und die, um zu sein, weder einen Ort benötigt, noch irgendeinem materiellen Ding anhängt. Wie gesagt, der Körper erscheint ihm als ein unsicheres Ding. Wie unsicher? Das hat Descartes natürlich selber im Krieg immer wieder gesehen. Körper wollen und tun völlig verrückte Dinge. Nach der gesamten Reflexion bleibt ihm, in den Worten des Lyrikers Dos Grünbein, nur noch sein Geist. Der Gedanke, dass ich denke, zum Sein führt, taucht aber noch in anderen Werken von Descartes auf, sozusagen in immer wieder ähnlichen Variationen. Doch all diese Stellen in seinem Werk sind eben Variationen über dieses eine Thema. Dort im Schnee hat er eine Erfahrung gemacht, die ihm dabei hilft, endlich festen Boden der Erkenntnis zu berühren, was er ja die ganze Zeit wollte. Dabei muss ein Argument unbedingt erwähnt bleiben. Was nämlich, fragt Descartes sich selbst, wenn auch sein Geist ihn betrügt? Körper haben wir ja schon gesagt, aber auch der Geist. Muss man nicht auch dessen Zurechnungsfähigkeit in Zweifel ziehen? Und genau das tut Descartes, indem er annimmt, dass selbst Gott nicht mit ihm und seinem suchenden Geist sei, sondern dieser, also Gott, ihn mit einem bösen Geist quält. Das Erstaunlichste ist nun, dass Descartes Widerlegung dieses Zweifels nicht auf einem philosophischen, sondern auf einem ganz und gar theologischen Argument basiert. Descartes sagt nämlich, dass Gottes Vollkommenheit eine solche Täuschung gar nicht zulässt. Gott will den Menschen nicht in den Wahn treiben, in dem er sich vielleicht befindet. Das zeigen schon die klaren, wahren Sätze der Mathematik, sagt Descartes, in denen man sich ja nicht täuschen kann. Da Gott also kein Betrüger und kein Schwindler sein kann, folgt, dass auch er, Descartes, sich nicht in allen Dingen täuschen kann. Und es ist Gott, der diesen Zustand der richtigen Erkenntnis von Moment zu Moment, in dem man sich ja irren kann, weiter garantiert.
Und deshalb stellt Descartes Argument auf eine ganz seltsame Weise eine Art von Gottesbeweis dar. Descartes braucht Gott, um überhaupt denken zu können, um den Zweifel loszuwerden, dass er sich eben nicht fortwährend irrt, weil Gott das ja gar nicht zulässt. Und erst dann kann Descartes feststellen, dass es in seinem Satz »Ich denke, also bin ich« Zitat »nur eines gab, das mich versicherte, die Wahrheit zu sagen, nämlich, dass ich sehr deutlich sah, dass es nötig ist, zu sein, um denken zu können.« Clever, könnte man sagen. Man muss sein, um zu denken. Aber ist das nicht eine Erkenntnis, die ehrlich gesagt jedes Kind haben kann? In gewisser Weise ja. Andererseits halten sich ja Kinder die Hand vor die Augen und glauben dann, nicht mehr da zu sein. Ihr Körper ist dann weg. Um zu beweisen, dass er wirklich existiert, benutzt Descartes also einen Trick. Er gibt etwas vor, was er bei allem Zweifel überhaupt nicht vorgeben kann. Er gibt nämlich vor, nicht zu sein und, Zitat, dass alles, was ich sehe, falsch ist und nichts existiert, was mir das trügerische Gedächtnis repräsentiert. Ich besitze überhaupt keine Sinne. Körper, Gestalt, Ausdehnung, Bewegung und Ort sind nichts als Chimären. Nun, Descartes kann sich ja vorstellen, was er will, aber es bleibt eben dies, nämlich es bleibt eine Vorstellung. Der Zweifel hat ihn jedoch, Zitat, in einen tiefen Strudel gerissen und so verwirrt, dass er weder auf dem Grund fest Fuß fassen, noch zur Oberfläche emporschwimmen kann. Nur dieser eine Satz erscheine ihm, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig wahr. Was ihn rettet ist, dass er in diesem Zustand des tiefen Zweifels ist, also existiert. Er existiert zweifelnd. Aber genau deshalb existiert er auch. Er existiert, weil er denkt. Kleine Anmerkung. Descartes schreibt etwas sehr Merkwürdiges. Er schreibt nämlich, unter Denken verstehe ich alles, was derart in uns geschieht, dass wir uns seiner unmittelbar aus uns selbst bewusst sind. Das Denken, also lateinisch cogitatio, enthält also etwas, das uns in uns selbst bewusst ist oder wie er wörtlich schreibt, in nobis conscientia est, also in unserem Bewusstsein bzw. Gewissen ist. Denken hat demnach mit allem zu tun, das uns bewusst ist in dem Sinne, dass es in uns wie das Gewissen präsent ist. Jetzt muss man wissen, conscientia bedeutet jedoch neben Gewissen eben auch Mitwissen und Bewusstsein. Wenn Descartes also, wie er sagt, alleine ist, völlig alleine. Wer oder was ist dann sein Mitwisser? Richtig, es ist über die Sprache das Denken aller anderen Menschen, das sozusagen über die Sprache in ihn kommt. Also kann auch jeder, der Sprache gebrauchen kann, wissen, was Descartes in diesem Moment weiß, wenn er Sprache gebraucht. Ich erkläre hier viele andere Ausdrücke, schreibt Descartes, in Anspielung auf Bewusstsein, Körper, Geist und anderes, denen ich mich schon bedient habe, nicht näher, weil sie an sich ja schon genügend bekannt sind. Na klar, die anderen wissen schon, was damit gemeint ist. Aber es ist das Bewusstsein, über das Descartes wissen kann, dass er zweifelt und damit weiß, dass er existiert. Geist ist ein Prozess des Bewusstseins, den er wie mit den Sinnen wahrnimmt. Descartes Definition schreibt, unter Denken verstehe ich das, was derart in uns geschieht, dass wir uns seiner unmittelbar aus uns selbst bewusst sind. Damit hat sich Descartes, wenn ich das mal so salopp sagen kann, als Inder oder indischer Philosophie geoutet. Warum? Für die Inder ist das Denken der sechste Sinn. Denken gehört zum Wahrnehmen, zu den Sinnen. Denken ist der sechste Sinn. Und damit gehört Descartes, auch wenn Descartes mit diesem Widerspruch ja ein Leben lang nicht fertig wird, zum Körper. Denken beruht auf einer Erfahrung und diese Erfahrung ist körperlich. Und nur weil es zur Erfahrung gehört, sind wir uns dessen bewusst. Im Grunde hätte Descartes sich also die Sache auch einfacher machen können und sagen können, ich gehe, also bin ich, ich esse einen veganen Salat, also bin ich. Es ist verrückt. Descartes schreibt sogar wörtlich an einer Stelle, ego video, vel ego ambulo, ergo sum. Ich sehe oder ich gehe, also bin ich. Seltsam ist, dass ihm jede Erfahrung, die einem anderen Sinn zuzuordnen ist, als dem Denksinn, also riechen, hören, sehen, gehen, weniger verlässlich ist und nicht geeignet zu sein scheint, seinen Zweifel zu beruhigen.
Denn ich kann glauben, schreibt er, ich sähe oder ginge, obgleich ich die Augen nicht öffne und mich nicht von der Stelle bewege, wie dies in einem Traum ja oft vorkommt. Ja, dies könnte geschehen, ohne dass ich überhaupt einen Körper hätte. Denken aber ist für Descartes auf den Geist bezogen und nur deshalb kann der Irrtum, für den andere körperliche Erfahrungen sorgen, auch ausgeschlossen werden. Erst wenn ich denke, dann kann ich mit Gewissheit sagen, ich bin. Entweder als jemand, der wach ist, oder als jemand, der träumt, dass er wach ist. Das Denken weist damit einen Weg zu dem, der dieses Denken denkt. Ich denke, also bin ich, oder wie es im Original heißt, ego cogito ergo sum. Es wäre doch schlicht ein Widerspruch, dass das, was denkt, zu dem Zeitpunkt, wo es denkt, nicht existiert, schreibt er. Auch ist dies der beste Weg, um die Natur des Geistes und seine Verschiedenheit vom Körper zu erkennen. Denn wenn man prüft, wer wir sind, wir, die wir jetzt davon überzeugt sind, dass es nichts außerhalb unseres Bewusstseins gibt, das wahrhaft ist oder existiert, so sehen wir doch deutlich, dass weder die Ausdehnung, noch die Gestalt, noch die Ortsbewegung, noch Ähnliches, was man dem Körper zuschreibt, zu unserer Natur gehört, sondern nur das Denken. Okay, an der Stelle höre ich mal auf, denn nun müsste man auf diesen prinzipiellen Unterschied zwischen Geist und Körper eingehen, den Descartes, wenn man es genau liest, im Grunde genommen selber immer wieder verwischt. In meinen Augen spricht also vieles dafür, dass dieser berühmte Leib-Seele-Dualismus, der sich ja auf Descartes gründet und ideengeschichtlich bis heute derart wirksam war und eine Reihe von weiteren Problemen dann mit sich gebracht hat, womöglich auf einer falschen Lesart von Descartes beruht und am Ende auf einem Missverständnis, dem Descartes selbst aufgesessen ist. Nämlich, als er versuchte zu verstehen, wer da überhaupt etwas versteht und ein Bewusstsein hat, das, wie wir wissen, an einen Körper gebunden ist. Aber dazu ein andermal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte weitersagen, weiterdenken und abonnieren. Und tschüss.